Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und die Luft nach Erde schmeckt, ist's egal, ob man gescheit ist. Wichtig ist's, dass man bereit ist und sein Fleisch nicht mehr versteckt. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist. Weil die Welt dann wie ein Weib. Der Wecker, der Konstantin, der mittlerweile alte Knacker, gar nicht zurück, was der so von sich zu geben in der Lage war. Sein Fleisch nicht mehr verstecken, die Gedanken nicht mehr verstecken, sein, wer und was man ist, sagen, was ist, sich nicht verstecken. Und die Zeit und das Weib nicht nur dann, wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel ein Opal. Wenn der Sommer wenn mein Ende ob die Zeit vertane Zeit ist wenn die mir zur Verfügung stehende Zeit knapp ist. Ich nicht weiß, wie lange noch. Ob 2 Jahre oder 5 oder noch 10. Und vielleicht. Und irgendwann muss ich doch auch Glück haben. Und vielleicht habe ich das Glück genau in der Zeit. Oder in der Fehler. Wenn der Aaron mir seine Hände borgt, um den Körper zu lockern, die Muskeln. Wenn seine Gedanken in mich hineintropfen, wie das Massageöl, ich ihn bitte, sei da. Kannst du da sein? Du? Mit deinen Händen? Mit deinen Gedanken? Du? Und als Ersatz, weil, mein Gott, es tut mir unendlich leid, du nicht der bist. Ich es nicht mehr aushalte und du doch weißt, dass nicht du es bist. Du aber von mir weißt. Lore und Göttin mich nennst. Kannst du es? Tust du es? Für mich? Darf ich meinen Daumen unter deine Vorhaut schieben? Die Wurzel sein? Meine Schenkel unter die deinen legen, kannst du atmen, neben mir, stellvertretend, kannst du die Haut, die meine, die so sehr von seiner weiß, betrüge ich, wenn ich sage, was ich sage, wenn ich denke, was ich denke, fühle, was ich fühle. Wenn die Vergänglichkeit schmerzt, die Angst mich entdrückt, kannst du, kann ich, was tun? All die Dinge, all die Wörter, all die Handlungen, Gedanken, jedes, jede, alles hat seinen, ihren Platz und genau da sollten sie hingelangen. Die Gedanken, die Gefühle, die Bilder, die Worte, zu denen, denen sie gehören, zu den Plätzen, die die ihren sind. Das Wissen um die jeweils richtigen Plätze und trotz des Wissens das Wegwischen, das Ignorieren des Wissens. Wenn die Zeit die mir zur Verfügung steht, von der ich nichts weiß, nur erahne. Dann habe ich den Mut, mich nackt zu zeigen. Dann habe ich keine andere Möglichkeit mehr, als mich nackt zu zeigen. Dann bleibt mir keine andere Wahl mehr, als mutig, so nennt man das, zu sein. Verzweifelt. Ich lasse weg, was nicht
falsche Höflichkeiten, faule Kompromisse, Willen, Klarheit, Aufmachen und Durchsprechen. Das ist ganz schön mutig, meint die Beate. Sie redet von der Frau, die mit ALS nur mehr mit der Kraft ihrer Augen über Computer schreibt, für Zuschauer, Theaterbesucherinnen, Informationen. Das ist ganz schön mutig und verzweifelt. Sage ich auch hier nicht. Ganz schön verzweifelt. Man sollte sagen, formeln und tu es nicht. Die große Klammer. Bleiben. Himmelsleiter. Bleiben die Bilder, die Gezeichneten, die Gedachten, die Erlebten. Sätze. Ein. Komm. Lass. Wenn ich als Schritt für Schritt weglasse, dann müsste doch am Ende, kurz vor dem Ende, eine Sache geblieben sein. Eine. Da sein, was mir das Wichtigste ist. Das wäre doch folgerichtig. Oder? Wenn der Sommer nicht mehr weit ist. Weißt du was? Mute dich mir zu, lass dir Einblicke zu, trau mir doch zu, dass ich dich trage, dich ertrage. Zeig mir doch, wo dein Hunger liegt, lass sie doch los, die Bilder, die eingeeisten, die festgefrorenen. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist, öffne die versperrten Garagen, sag! Sprich, zeig dich, sei endlich. Danke. Ich habe noch was zum Drüberstrahlen. Wenn ich darf. Stunde in die Vorschulgruppe. Er fragt immer.
Gleichgültig, wer geht oder bleibt, was auch immer ansteht, wer fragt. Ich auch. Lena sitzt auf ihrem Platz und harrt gelassen der Dinge, die da kommen werden, solange die Situation eine gelassene ist. Bahnen schleift den Stefan durch die Klasse. Noch ist es ein Spiel. Diana zeichnet, die Denise schmiert Uhu auf den Sessel von Emre, Soara schlichtet ihre Bücher, Mahmoud isst seine Semmel. Zu Schulbeginn dachte Marie, es würde nie gelingen. Diese Flöhe irgendwann, in den nächsten Monaten, irgendwie dazu zu bringen, vielleicht einmal alle, so ungefähr zur selben Zeit, auf ihre Sessel locken zu können und sie noch dazu zu bringen, auch auf diesen Sessel zu bleiben, zumindest für einige Zeit. Flöhe, denkt sie. Kids, die Beine. Manchmal glaubt sie, sie wird verrückt, sie hält die Fragerei nicht mehr aus. Manchmal kann und will sie ihren Namen nicht mehr hören. Marie, 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 immer und immer wieder. Aber jeden Tag steht Karl als Erster an der Tür und wartet, dass sie aufsperrt. Jose sagt mit ihrer tiefen Stimme, guten Morgen. Hallo schleppt sich mit seiner Schultasche ab. Alex hat wieder eine Überraschung mit. Maria und Clemens kommen höflich zu spät und Sally wird vielleicht wieder Nasenbluten haben. Pauli wird von den Krebsen oder den Hasen oder irgendeiner anderen spannenden Sache erzählen, wenn Jesa mit leuchtenden Augen wunderbar schreibt. Nana kommt dann und fragt, darf ich jetzt einblatt? Und auf Maries fragenden Blick reagierend vielleicht einmal nehmen dazu sagen. Und dabei grinsen. Wie die Flöhe, ihre Kids. Wirklich lästig. Aber sie mag sie. Sie hat sie wirklich gern. Meine Wahnsinn, Kitsch.